Genau in einer Woche ist schon der erste Advent. Schön, dass ihr heute Abend mit dabei seid. Ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, der Kinderpodcast. Hier ist euer Lieblingspodcast, hier ist Ab ins Bett, heute für euch mit der 817. Gute-Nacht-Geschichte. Ich bin Marco und ich freue mich mit euch gemeinsam in diesen Sonntag vor den ersten Advent zu starten. Heute ist dann der nullte Advent, für nächsten Sonntag der erste ist. Durchatmen, bald beginnt die Vorweihnachtszeit und jetzt beginnt der Sonntagabend mit dem Recken und Strecken. Nehmt die Arme und die Beine, die Hände und die Füße und reckt und streckt alles so weit weg vom Körper, wie es nur geht. Macht euch ganz, 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 ganz lang. Spannt jeden Muskel im Körper an. Und wenn ihr das gemacht habt, dann lasst euch einfach ins Bett hinein plumpsen und sucht euch eine ganz bequeme Position. Hier ist die 817. Gute-Nacht-Geschichte für Sonntag, den 20. November. Elina und der endlose Regen. Elina ist ein ganz normales Mädchen. Es ist ein ganz normaler Sonntag. Es kann sogar dieser Sonntag sein. Dieser Sonntag ist ein richtiger Regentag. Und es hört gar nicht auf zu regnen. Ununterbrochen tröpfelt der Regen an die Fensterscheibe von Elina. Während sie den Regen beobachtet, gerät sie ins Träumen. Die Regentropfen verbinden sich an der Fensterscheibe. Zuerst ist es ein Tropfen, dann kullern sie herunter. Sie verbinden sich und fließen wie ein kleiner Bach, ein sehr, sehr kleiner Bach, an der Fensterscheibe herunter. Draußen vor dem Fenster sieht Elina eine Pfütze. Eigentlich ist dort immer ihr Sandkasten. In diesem Jahr hat sie kaum noch im Sandkasten gespielt. Elina wird eben auch immer größer und auch die Spielsachen verändern sich. Dort, wo der Sandkasten war, Papa hat ihn weggebaut, da soll im nächsten Jahr eine Feuerstelle hin. Elina wünscht sich, abends mit ihren Eltern oder auch mit Freunden an einer riesengroßen Feuerstelle zu sitzen, direkt vor dem Haus im Garten. Dort können sie dann Stockbrot backen. Doch jetzt ist von Feuer draußen nichts zu sehen. Für ein Feuer ist es viel zu nass. Seit gestern regnet es schon und das ununterbrochen. Dort, wo früher der Sandkasten war und bald die Feuerstelle hinkommen soll, dort ist jetzt eine riesengroße Pfütze. Die Pfütze ist so groß, Bunny, der Hase von Elina, könnte da sicher ein Bad drin nehmen. Aber das wird er nicht mögen. Er mag kein Wasser und außerdem mag es auch nicht kalt haben. Und kaltes Wasser mag Bunny, der Hase, überhaupt nicht. Elina auch nicht. Wenn Elina badet, dann badet sie am liebsten schön warm mit viel Schaum. Und das Wasser draußen ist weder warm, noch gibt es Schaum. Elisa ist froh, dass sie hinter der Glasscheibe sitzt und von innen nach außen schaut. Wie wäre es denn, wenn sie von draußen reinschauen würde? Und sie würde sehen, wie kuschelig warm es drin ist. Im Trocknen, wie alle drin sitzen, Spaß haben, wie der Hase rumhoppelt, die Eltern gemeinsam beim Abendessen sitzen und Elina steht draußen und schaut rein. Den Gedanken wischt sie sofort weg. So schnell, wie die Regentropfen die Scheibe runterkullern, so schnell ist auch dieser Gedanke fort. Warum soll sie denn auch von draußen reinschauen? Elina ist doch kein Regentropfen, sie ist ein Mädchen. Ihre Blicke treffen wieder die Pfütze. Nun passiert etwas Komisches. Die Regentropfen platschen hinunter. Jedes Mal, wenn ein Regentropfen auf die Pfütze trifft, da macht es Plitsch und Platsch und die Wassertropfen spritzen umher. Als Elina das nächste Mal hinschaut, sieht diese große Pfütze verändert aus. Es ist gar kein Regen mehr da und die Wassertropfen, die wegspritzen, die haben sich auch verändert. Nun ist dort unten ein riesengroßes Feuer. Im Garten regnet es noch, aber dort, wo die Pfütze war, dort brennt auf einmal ein riesengroßes, wunderschönes Lagerfeuer. Genau in diesem Bereich gibt es auch keinen Regen mehr, denn wenn es Regen gibt,
gibt es kein Feuer mehr. Das ist seltsam, findet Elina. Kurz hat sie die Idee, einmal runterzugehen und sich das Feuer draußen anzuschauen. Sie müsste die Tür öffnen, durch den Regen durch, bis zum Feuer, denn dort regnet es ja nicht mehr. Während Elina überlegt und einmal kurz zur Tür geht, entscheidet sie sich doch dann, drinnen zu bleiben und lieber von innen nach draußen zu schauen, als von draußen nach drinnen zu schauen. Als sie nun wieder aus dem Fenster blickt, ist das Feuer verschwunden. Draußen regnet es. Wieder fallen dicke Tropfen gegen das Fenster. Und auch unten, wo eben gerade noch ein wunderschönes Lagerfeuer war, ist wieder eine große Pfütze mit fetten Regentropfen. Kein Feuer mehr. Aber Elina weiß, dass das Feuer ganz bald dort unten brennen wird. Der neue Lieblingsplatz. Als Elina abends im Bett liegt, geht ihr diese Pfütze nicht mehr aus dem Kopf. Vielleicht ist das ja eine Wunderpfütze. Das beschäftigt sie so sehr, dass sie in der ganzen Nacht noch davon träumt. Was wäre, wenn das wirklich eine Wunderpfütze wäre? Sie kann dann einfach reinspringen und bis nach Australien tauchen. Oder sie verwandelt diese magische Pfütze zurück in einen Sandkasten. Denn obwohl Elina etwas älter ist, vermisst sie ihren Sandkasten doch ganz schön. Manchmal zumindest, wenn sie spielen möchte. Oder sie verwandeln diese Pfütze in einen Fischteich. Elina mag doch Tiere so sehr. In dieser Nacht fallen Elina noch 1000 Ideen ein. Und das alles nur mit einer einzigen Pfütze, was man da alles machen könnte. Am liebsten ist Elina aber doch keine Pfütze, sondern eine Feuerstelle. Mit Stockbrot und Marshmallows. Elina weiß genau wie du. Jeder Traum kann in Erfüllung gehen. Du musst nur ganz fest dran glauben. Und jetzt heißt's ab ins Bett. Träum was Schönes. Bis morgen, 18 Uhr. Abinsbett.net. Gute Nacht.